Und damit, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein besonderes Video, denn der Kanal ist 3 Jahre alt geworden, am 2.5. Und dahingehend habe ich mir eine kleine Challenge ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es die schon gibt. Habe ich nicht nachgeguckt, ist mir ehrlich gesagt doch egal. Passt aber dazu. Nämlich machen wir es heute so, in Squadbusters darf ich in jeder Runde maximal nur 3 Truppen auswählen. Mehr nicht. Sprich, die Gegner haben einen gewaltigen Vorteil gegen mich, außer ich habe Glück und würde 3-mal Barbaren kommen, weil dann darf ich mir 2 weitere hinzuziehen. Es ist natürlich auch modusabhängig. Also sprich, ich darf nur 3-mal auswählen, danach darf ich keine Kisten mehr kaufen. Entweder ich habe Glück mit dem Modus und das ist der Doppeltmodus, dann habe ich natürlich Glück und habe mehr Truppen da. Wenn nicht, renne ich wahrscheinlich nur mit 3 Truppen rum oder ich habe Glück und krieg sie alle eben. Also alle höher geschraubt. Aber gut, wir gehen rein. Ich habe auch einen neuen Zauber geholt über die Zeit mal. Das war, glaube ich, der Eiszauber. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Es gab letztens auch einen neuen Zauber, da habe ich privat ein bisschen gezockt. Das ist ein Blitzzauber. Der Modus ist Beute mehr. Wir müssen natürlich schon nachdenken, was wir nehmen. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir Colt nehmen. Und uns mal direkt unsere 2. Kiste snacken. Es ist eine Hexe. Es ist natürlich auch so, sobald meine Truppen sterben sollten, kann ich mir auch neue holen. Okay, wir haben 2 Calls. Das ist nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ist eine ganz solide Ausbeute. Wir dürfen natürlich auch weiter farmen und so. Sowas ist natürlich vorteilhaft. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht aus Versehen eine Kiste looten. Das wäre nicht so gut. Wir müssen halt extrem vorsichtig sein, dass wir keine Kiste nehmen. Scheiße, was ist denn das? Sehr gut, wir haben einen gebostet. Oh, der hier ist eine Kiste. Oh mein Gott. Wir müssen halt so vorsichtig sein. Entweder lassen halt eine Einheit sterben, können uns damit eine Kiste holen. Gut, dass wir halt Fernkämpfer größtenteils haben, weil so können wir uns weit weg von Kisten stellen und trotzdem halt Angriffe tätigen. Das ist halt eigentlich ganz gut zu unserem Vorteil, würde ich mal sagen. Also da kommt noch ein 2. Digga. Da gehen wir mal lieber raus. Bruder. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt hier hinten wirklich ein bisschen aufhalten. Damit wir nicht außersehen wirklich mal eine Kiste snacken. Halten wir uns jetzt einfach wirklich die letzte Minute hinten auf. Kennen einfach die Monster, die wir hier entdecken. Oh, letzter Stretch. Läuft eigentlich ganz gut, also. Sehr gut,
Gott, sind sogar gerade mal ganz kurz Platz 3 gewesen. Fisch, können wir mal platzieren. Kanone. Sehr gut, das war die erste Runde. Ist gut gelaufen. Bis jetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in der nächsten Runde irgendwie mal außer Sinn in eine Kiste laufen. Weil dafür habe ich mir ehrlich gesagt noch nichts Richtiges ausgedacht. Es ist dann halt wahrscheinlich einfach so, Runde verloren, Punkt aus, fertig. Wir müssen irgendwie sterben durch irgendwas dann. Das ist die Sache. So, wir können einmal unsere Barbaren höher machen. Das wird eine Katastrophe, wenn wir da irgendwo reinlaufen. Weil Ziel wäre es natürlich auch, jeweils beide Runden auch zu schaffen mit drei Truppen. Der Platz ist dort ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil es doch relativ schwieriger ist, mit drei Truppen auch in die Mitte rein zu pushen. Ich hoffe irgendwie auf einen geilen Modus, der uns das Glück gibt. Oder dass wir auch Glück mit dem Ziehen der Truppen haben, weil wie gesagt, wenn man drei Truppen zu einer macht, ist es ja automatisch wieder nur noch eine Truppe. Und du kannst dir dann eine neue ziehen. Und ich belief halt irgendwie auf das Glück, aber das wird jetzt schon nichts mehr, weil wir einen Kobold und einen Barbar haben. Das ist das Problem, was ich habe, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir nehmen lieber den Hawk noch. Da ist eine Shelly, den wir nicht spielen. Das WLAN macht sich gerade auch ein bisschen bemerkbar. Die Verbindung zum Server wurde getrennt. Kann ich zwar gerade nicht so nachvollziehen, aber okay. Ey, Digga! Was ist denn das jetzt? Ich hab doch WLAN. Kann ich jetzt weiterspielen? Ja, wir können weiterspielen. Ich weiß halt nicht, ob man vielleicht die Taktik ausnutzen sollte, mit dass man eine Truppe sterben lässt. Aber ich meine, wenn es uns halt weiter hilft irgendwie, dass wir irgendwie eine andere Truppe bekommen, die einem Glück bringt, wäre das schon doch nicht so ganz schlecht, meiner Meinung nach. Muss halt vorstellig machen, weil ich weiß ja nicht die Range von den Kisten. Das ist das Problem. Die Brücke haben wir schon kaputt gemacht. Zwei Minuten haben wir noch. Platzieren wir mal eine Kiste, weil das ist eigentlich ein guter Loop-Farmer. Die Kanone ist eigentlich ein guter Unlocker und so. Wir haben auch eine Bombe gefunden, das ist umso besser eigentlich. Läuft auf jeden Fall schon mal. Schön von den Kisten fernhalten. Hier spielt gerade jemand gegen diesen Preußendiener. Einfach gleich mal so gesagt, wenn ihr mehr von Squadbusters oder so sind oder von solchen Challenges, lasst gerne Like und Abo da. Ganz einfach, wir sind auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Würde mich sehr freuen, wenn wir das holen. Übrigens, das ist die Eisfähigkeit, die macht halt so einen großen Eishaufen drauf. Ne? Oh, wir haben böse geklaut von den. Oh, jetzt könnten wir Körner ein klein bisschen kasteln.
Das ist übrigens eine Fähigkeit, wie gesagt. Ja. Er möchte, dass wir Karma kassieren. Er möchte sehr, dass wir Karma kassieren. Achtung, Kiste. Hör doch auf eine Kiste. Du kriegst mich nicht, du kleine. Wir haben beide Runden geschafft, ehrlich gesagt. Wir haben beide Runden geschafft. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eigentlich mindestens erwartet, dass wir eine Kiste oder so öffnen. Oder dass da das Glück auf unserer Seite liegt, dass wir die Modusse bekommen, die uns weiterhelfen. Aber wir gehen jetzt auf in die dritte Runde. Weil 3 Jahre, 3 Truppen, 3 Runden, ergibt Sinn. Gehen wir auf in die dritte und letzte Runde. Mal schauen, ob wir jetzt komplett reinscheißen oder es weiter schaffen. Königlicher Spuk könnte auf unserer Seite sein. Wir müssen so viele Geister wie möglich heranholen. Je mehr Glück haben wir dann auch. Also, es ist ja so dumm. Gib doch mal Gold. Noch ein Barbar, sehr gut. Das Problem ist, du kannst halt sehr schnell die Geister killen. Scheiße, Mann. Ich werde halt hier jetzt erstmal an der obersten Stelle stehen. Können wir gleich mal den Blitzzauber austesten? Oh, wir haben eine verloren. Haben wir einen verloren? Oh mein Gott, nein, wir haben einen verloren. Wir können aufladen. Wir können einen dazu hin wieder. Wir müssen aufpassen, wenn dann der nächste Kiste ist, dass wir den nicht aufsammeln, aus Versehen. Halt sehr geiler Healung zu bekommen. Ich will eigentlich nicht die Truppen aufgeben. Wir haben Healung. Sehr gut, nochmal Healung. Oh mein Gott, das sind 3 Stück. Auf den letzten Meter. Haben auch knapp 100 Münzen. Können wir nochmal das Herz mitnehmen? Ja, die Runde haben wir halt auch geschafft, ne? Das ist sehr, sehr gut. Wir haben uns sogar noch auf Platz 4 geschmuggelt.
Mir scheint es, glaube ich, als hätten die Platz 4 gebastelt. Das passt uns eigentlich sehr gut. Also. Zack. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben 3 Runden geschafft mit jeweils nur 3 Truppen. In der Runde haben wir zwar einen verloren, aber... wenn ihr nochmal sowas sehen wollt mit nur 3 Truppen und wir würden es diesmal nur so machen, dass ich dann, wenn ich eine Truppe verliere, dass die dann für immer weg ist, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, also, was soll ich noch dazu sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.